Jetzt tanze ich aus deinem Leben hinaus, doch bevor man mich hier nicht mehr sieht, da möchte ich dich direkt einmal fragen, was denkst du, wie lang diese Farce hier noch zieht? Bitte verzeih mir den Mangel an Einsicht, der mich zu der Frage noch zwingt. Wie passt es zu einer Heiligen, dass man deine Gegner bedroht, unterdrückt oder um die Ecke bringt? Lass dir erklären, bevor dich die Welt zum Berufsrevoluzzer stilisiert. Wann spielt der Mund, gibt es Regeln, die man nicht ändert, weil man es sonst verliert. Trage ich auch keine samtenen Handschuhe, das einfache Volk fühlt sich wohl. Und was von dir die Spießer denken, das ist mir völlig egal, denn ich hab meine Deskamisar, für die bleibe ich ein Idol. Denn das Böse regiert die Welt ohne Normen, die sonst verfassungen sind leere Formen. Was soll ich mich ziehen, warum mich genieren und scheitern? Niemand sieht ich, was ich tun kann für mich, als die Macht so zu verschleudern. Sag mir, bevor ich als Held der Guerillas zum Kampf in den Untergrund gehe, warum siehst du niemals weiter als auf deinen Vorteil und den deiner Freude? Warum tust du keine Idee? Verzeih, dass ich lache, wenn ich sowas höre. Was hätte es für einen Sinn, so zu tun, als wüsste ich eine Antwort auf alle Probleme, wie Umweltverschmutzung und Krieg oder Arbeit?